Ich bin der Herr Rudolf. Ich bin Franzose, Elsässer besser gesagt. Natürlich lebe ich jetzt schon 30 Jahre in Deutschland. Ja, aber nicht schwarz, wie die Leute in der Bäckerei manchmal kaufen. Da ist Sirup und Gift drin. Da ist so Chemie drin. Oben ist hell. Hellblau. Grau, hellblau, also in der Richtung. Und das ist der Weizen. So, und jetzt machst du die Maschine an, drückst auf 1. So große Steine, die auch so verhandeln, ja? Das ist auf der Weizen, ja? So kommt das auch aus. Wie fein was das Getreide ist, wie schönerer Volumen was man im Gebäck kann rausholen, wie größer das Gebäck wird. Haferflocken, und da quetsche ich alle Sorten. Getreide drinnen, mache ich auch Brotsorte. So, jetzt machen wir das rein. Das ist jetzt das Vollkornmehl, das wir noch machen. Ja? So, lassen wir das ablegen. Und jetzt mache ich unter dem Vollkornmehl. Wenn ihr jetzt nur Vollkornmehl nehmt, für Brötchen zu machen, sind die Brötchen nicht steinhart, aber zu klein. Jetzt gehe ich, mache Bio-Mehl 55. Das ist ein Entzugsmehl von Bio, wo die Schale ein bisschen weg ist. Und darum bekommen wir mehr Volumen ins Brötchen und ist schöner. Ja? So, das sind 5 Liter. Ja? Und dann kann ich die Temperatur da einstellen und dann laufen lassen. Jetzt laufen 5 Liter rein. Ja? Das sind nicht die schnellsten. Normalerweise sind 100 Gramm auf 1 Liter Hefe. Und jetzt kommt noch ein Malz dazu. Das ist ein reines biologisches Malz. Malz gibt den Geschmack im Teig. Ja. Macht das fettig, das Brötchen, ein bisschen. Schaut wieder weg. Ja. Das ist 8 Minuten. Ja. Da steht die Uhr. Der Sauerteig kann man selber machen. Der steht draußen. Mann, das klingt. Ein bisschen Mehl dran machen, also. Und dann noch Mehl, das Ding. Dann nehmen wir sie so. Das hat meine Mutter gelernt. Und ich auch. Die Mutter. Man muss dann so eine Dinge haben. Jetzt Blatt drücken, so geht. Alle Blatt drücken. Da ist der Knopf. Ist der Knopf da? Da. So, und jetzt der Hebel. Nehm's raus. So, jetzt bin ich da. Und die anstreichen, ne? Ganz leicht. Oh, ist gut. Aber das ist hart. Ja, hopp, mach drauf, mach mit dem Bittenwasch. Mach die Blech fertig. Pizza, Pizza. Praktisch besser, wenn du sie so rein drückst. Das ist die Hand drauf. Du kannst ja abwechseln und holen. So. So, Monsieur. Ja, mach ich viel dazu an. So, wenn eine fertig ist, dann nächste wird man, ja? Das ist nicht so. Dass du irgendwie heilen kannst. So, dann sind wir weg. So.
Eine macht hier rein, die andere nimmt Schüsselkörner. So, du nimmst Schüsselkörner. Lass das. So, alle zwei, zack, zack. Alle? Wir haben die das alles gut auf der Hand gemacht und das Schwur gemacht. So. So, jetzt gehen wir wieder ran. Und dann schneidet er zwei Bahnen und hat er praktisch so 70, 80 Croissants in einem Schlag. So, Croissant ausschneiden. So. Und ich natürlich ein bisschen. Dann machen wir wieder so drauf und dann sind die Croissants fertig. So, wer will probieren, der kann jetzt jeder eins schaffen. Eins jeder. Okay, jeder eins. Von oben anfangen oder von unten? Von oben. Von oben nach unten, oder? Ja. Ich hab eins. So, ich mach ihn, hol dir eins aus. Mach den. So, ich hab mal probiert. Hast du jetzt genug? Eine Karte, dann alle genug. Hab auch eins. Ja, 165, wenn man jetzt andere Temperatur wird, wird man hochsteigen. Ja. Da kann man einschalten, da dampfen wir jetzt rein, was braucht man nicht hochdrücken. 6 Sekunden Dampf, läuft das Wasser rein. So. Jetzt wird das durcheinander geht. Der erste fängt an mit dem Blech und das muss ein bisschen zu. Wieder neues, wieder Dampf, wie es da drin aussieht. Wie warm es ist da drin. Schon allein das Brot, das warme, wo er rausgeht, gibt Temperatur ab. Und der Ofen jedes Mal der Dampf. Da sind die schon schwitzen. Und im Sommer ist es noch viel schlimmer. Aber die machen schneller Sati da auch. Ja. Ich habe jetzt den letzten Satz gelernt. Fast in einem Tag war unsere Brötchen weg. Ja, meine Familie auch. Meine Mama hat gesagt, schade, dass hier in der Nähe keinen biologischen Bäcker gibt, der so gute Brötchen macht. Ja. Ich habe mir das die Biogeschichte eingeeignet. In Frankreich angefangen, in meine Lehre. Mit 13 Jahren bin ich in die Lehre gegangen. Habe ich die Bäckerlehre gemacht, in einem kleinen Betrieb in Elsass. Hinterher habe ich Konditor gelernt. Auch da im selben Betrieb. Bin mit 20 Jahren zum Militär, zu der Werkstatt in Frankreich. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, für Koch zu werden, Kochlehre zu machen. Die habe ich auch noch gemacht. Und mit 22 bin ich satt gewesen, bin ich nach Deutschland und habe den Betrieb da von meinem Onkel her gesucht.
ich wollte etwas anders sehen. Ich bin der Älteste gewesen von 7 Kindern und ich wollte weg von da, von Frankreich. So, dann habe ich in Köln etwas gefunden. Und da habe ich praktisch diese Biogeschichte mit meinem Chef in Köln aufgebaut. Da hat es noch nichts gegeben für Bio und solche Sachen. Da haben wir angefangen mit 4 Brot und so ist es weitergegangen. Und dann hat sich diese Geschichte entwickelt, da habe ich viel Spaß dran gehabt. Alles habe ich mir selber eingeeignet, diese Entwicklung viel weggeschmissen. Wenn die Herstellung gemacht worden ist, wenn es nicht geklappt hat, aber mit vielen Jahren hat das dort trotzdem funktioniert. Und ich bin so stabil gewesen, als ich das immer weiter gemacht habe. Immer weiter, immer weiter. Angestellt gewesen. Ist mir halt schwer gefallen mit meinen Kenntnissen. Aber trotzdem, wenn ich der Älteste gewesen bin, für 7 Kinder, kein Geld, nichts, habe ich viel gespart. Und mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht. So, und da bin ich leider in die Eifel gelandet. Natürlich ist es nicht so schwer gewesen für mich, ich weiß, was ich kann. Und damit habe ich angefangen. Mit meiner Frau, meinem Sohn, ist jetzt der Geschäftsführer. Da haben wir auch mehrere angefangen, diese Sache. Da natürlich die Eifel. Das ist ein Problem für sich. Ich habe nichts können anfangen mit Bio. Aber trotzdem, man hat sie da. Bio geht und viele Sachen in Trier, in der Stadt, entwickelt mit der Sache und dann bin ich zu Geld gekommen. Und bis jetzt haben wir es halt, jetzt 10 Jahre haben wir jetzt das Geschäft, da haben wir 18 Angestellte, Bäcker, 18, die arbeiten da, 5 Lehrlinge und das funktioniert ganz gut. Wir hoffen, dass es immer mehr wird, natürlich durch unsere Anstrengung. Ich, meine Frau, mein Sohn, da stehen wir voll dahinter. Und sind auf dem Standpunkt, wir haben die ganze Naturata in Luxemburg, wo wir beliefern, wir haben 27 Geschäfte, davon haben wir 4 eigene und die Rest sind alles Zulieferungen und wir fühlen uns wohl in der Eifel. Ja, ich halte so. Am Anfang hat man negative Erfahrungen gehabt, das hat man immer, da höre ich nicht drauf, ich kenne mein Wissen und Können für diese Sache, keiner kann mir was vormachen und darum bin ich da. Jetzt können wir euch eine Frage fragen, was ihr wollt, quer durch den Garten, ich komme antworten. Für jeder richtig kann ich eine Antwort geben, weil ich nur mal, ich. Backen ist einfach, das kann. Jeder kann backen. Wenn Sie ein bisschen interessiert dafür, dann kann er auch backen. Wie lange brauchen Sie für ein Brot? Für ein Brot, Teig machen 20 Minuten. Rechnen wir mal nach. Teig machen 20 Minuten, dann bleibt es liegen eine halbe Stunde. Dann kommt es in den Ofen 45 Minuten. Wie viel ist das? Aha. Gut 2 Stunden ungefähr. Das sehen wir ja nachher, wenn wir selber backen tun. Das sehen wir. Natürlich, wenn einer weniger Hefe drauf macht, dauert es länger, wenn er Spaß daran hat und ein bisschen müde ist. Das kann man immer verzögern. Aber man muss sagen, für ein Brot braucht 2 Stunden. Ob der 80 oder 800 Brot, 2 Stunden. Wir schmeißen dann die Maschine, praktisch 50 Liter Wasser. Ja, da kommen wir. So 200-300 Brote raus, die sind ruckzuck auf dem Tisch aufgemacht, kommen in den Ofen, 3-4 Stunden. Das ist immer praktisch um Minuten, ob der 1 oder 400 Backen, das ist das selbe. Ja? Wie viele Brote backen Sie im großen Ofen? Im großen Ofen, das ist jetzt der große Ofen, ja? Der Back, kommt drauf an. Kilobrote, das sind kleine Brote, aber da passen circa gemischt 400-350 im großen Ofen. Das sind 5 Etagen da, ja? Und das sind Kästen, da passen mehr rein, das ist ganz unterschiedlich. Aber man kann sagen, 400 Brote.
packen wir in den großen Ofen. Dann haben wir den kleinen Ofen, da passen nur 120 rein und das wär's. Ja. Die kleinen Brote und die große Brote ist immer dieselbe Temperatur. Bei 240 bis 200. Man stellt den Ofen kurz vorher die reinkommen, die Brote, auf 260, dann lässt man fallen. Also die Hitze ist dann noch zu stark. Ja? Mit 260 lässt man fallen, den Ofen bis auf 240. Wenn er 240 hat, dann backt er so 40 Minuten bei 240. Dann backt das Brot aus. Dann ist das gut. Aber diese biologische Mühle. Ja, selbstverständlich, alle. Die biologische Mühle, hast du gesagt, ja? Das sind keine biologische Mühle, das sind normale Mühle. Aber wir malen darauf noch biologische Details. Von wo wird der Weizen und die Zutaten geliefert? Der Weizen wird von regionalen Bauern außerhalb der Eifel, wie es so wenig Getreide auch gibt in der Eifel biologisch. Man muss es sich reinholen von anderen Bundesländern. Ja? Das ist zu wenig in der Eifel. Wie der Boden keine Eigenschaft hat, da ist zu nass der Boden in der Eifel. Da muss es sich gucken, dass ich umherum noch Weizen reinhole, weil nur der Weizen verbacken wird. Der Eifel, der ist zu feucht. Das gibt kein schönes Brot. Da muss es sich von anderen Regionen, wo die Bodeneigenschaft, da ist trockener Weizen, wo nicht so viel Feuchtigkeit hat. Mischen. Das wird gemischt und darum hat man einen besseren Kleber. Kleber ist ein wichtiges, ist maßgebend im Teig. Das Volumen da ist und alles. Ja? Warum verarbeiten biologische Zutaten? Wenn ich nur das kann. Ich kann keine andere Zutaten nehmen für biologisches Brot. Ich bin gezwungen, praktisch für unsere Bioverbände, für das zu nehmen, was im Biobereich verarbeitet muss werden. Ich kann kein konventionelles mit Chemie vermischen im Bio. Das funktioniert nicht, das darf man nicht. Das ist strafbar, da wird nur kontrolliert und alles. Und das mache ich nicht. Wir verarbeiten nur Naturprodukte. Was erlaubt ist vom Gesetzgeber, ja, vom Bioverband und vom Bio praktisch gibt es ja in staatlich kontrollierten Biobetrieben sind wir auch. Die werden vom Staat kontrolliert und wenn das nicht ist, dann werden wir bestraft und werden die Lizenz abgegangen. Und dürfen das nicht mehr weiter. Davon müssen wir nur mit Bio arbeiten. Welche Vorteile sehen Sie bei biologischen Zutaten herstellen? Vorteile für die Gesundheit, das ist alles. Das ist ein ganzer Vorteil. Das ist keine Chemie und für den Mensch ist es verträglicher und gesünder. So sehe ich das. Und wenn die Chemie einnimmt, dann nimmt Chemie ab. Jetzt bin ich mal nicht krank. Vielleicht in 20, 30 Jahren von der Chemie. Ich lebe erst an später. Aber guck mich an, ich bin bald 60. Ich habe noch nie einen Arzt gesehen. Ich bin immer frisch. Also ich esse viel Getreide und solche Sachen. Fleisch weniger, Gemüse und Getreide. Das ist mein Prinzip und eine gute Glas Wein. Wieso darf man Mohn und Hanf verarbeiten? Es gibt Hanf, der ist, wir haben auch von unten, darf man verarbeiten. Das ist kein Hanf, wie wir denken, Haschisch oder etwas. Also, das ist gezüchteter Hanf, oder der Geschmack hat vom Hanf. Und ist aber nicht mehr die, wenn man sagen, die Gene da aus der Lalawirsch nachher. Ja? Das ist ganz normaler Hanf. Der Bauer ist gerade da gewesen von Kumpelbauern, ja, und hat mir Dinkel gebracht. Vor ein paar Jahren hat er mir gesagt, sind ein paar Jugendliche gewesen mit dem Mofa auf meinem Feld.
Dann hat der andere Jugendliche gesagt, da gibt es Hanf, Jungs, da gehen wir hin. Und einmal steht, ich weiß nicht, wie viel Polizei da. Und, aber hat nicht funktioniert. Er hat die Lizenz gehabt, praktisch Hanf anzubauen. Aber das ist, das macht nicht. Dieser Hanf ist harmlos. Das kann man verbacken, hat einen guten Geschmack, der Kraft, da habe ich doch zeigen nachher. Ja. Was ist mit dem Mohn? Mohn, das ist auch dieselbe, dieselbe Art. Der kann auch keinen Schaden. Das ist einfach. Ich weiß, ich kann euch das nicht sagen, oder so. So eine Getreide, wo harmlos ist. Nur ist Mohn. Aber hat keinen mit Drogen oder sowas zu tun, das geht's nicht. Wie viele verschiedene Getreidesorten verarbeiten Sie am Tag? Wie viele verschiedene Sorten? Ja, da frage ich mich jetzt so viel. Wir haben so viele Getreidesorten. Kann man sagen, 18 bis 22 Sorten. Das kann ich nicht alle zeigen. Nur gibt es andere Sachen, wo nicht unter Getreide, wie Hirse, das ist kein Getreide. Das ist Hülsenfrüchte, Gemüse. Das läuft nicht unter Getreide. Das sind ja viele so Sachen. Und Hanf, das ist auch kein Getreide. Mohn ist auch kein Getreide. Sesam ist auch kein Getreide. Ja? Aber ich kann das bald nicht mehr zählen. Jeden Tag kommt das anders und so. Ja? Backen Sie außer Brot und teilen auch andere Dinge? Ja, Brotteilchen, wir machen Nudeln, ja, biologische Nudeln mit Dinkel, machen eine extra Nudelmaschine. Wir Weihnachtsgebäck und alles, das machen wir alles auf biologische Art. Printe. Was in Backen bei anderen Bäckern machen wir bei uns auch mit biologischen Sachen. Die habe ich selber entwickelt und die machen wir auch. Du kannst mir irgendwie was fragen, suchen, was ist nicht biologisch, wo man können backen. Was verstehe ich darunter? Ja, was verstehe ich unter der Frage? Dass eigentlich Brot aus verschiedenen eigentlich. Ja, das geht ja auch. Wir haben das Dinkelbrot, wir haben das Kamutbrot. Das sind ja so viele Sorten. Roggen, Weizen, Einkorn. Das sind alles so viele Sorten, aber das ist alles Brot anschließend. Nur die Sorte ändert sich und der Geschmack vom Brot dadurch. Ja? Aber kannst mit vielen Sachen, mit Mais und alles für die kranken Leute, wo ein Ding daran, wo glutenfreies Brot muss er essen. Ja? Reisbrot, Maisbrot, Hirsebrot, das ist alles Brot. Ja? Nur mit verschiedenen Getreide. So. Und stellen Sie auch Nudeln her? Ja, habe ich schon gerade gesagt. Dinkelnudeln. Wir stellen noch die Dinkelnudeln praktisch, die sind am meisten gefragt. Weizennudeln kriegen die in jedem Geschäft, ja, mit Weizen. Am Dinkel, wie wir das mahlen frisch, ohne Wasser, der Teig gemacht und mit Ei. Das sind wieder kranke Leute, die kein Ei mögen, dann mahlen wir das mit Wasser. Und die stellen wir auch her. Aber ich komme nicht dazu. Ja? War der Beruf Bäckers als Kind ihr Traumberuf? Nein, da musste ich dafür direkt aus der Hals. Mein Vater, der hat mich direkt mit 13 Jahren bin ich von der Grundschule gekommen. Dann komme ich nach Hause und sagte, da, ich habe eine Lehrstelle. Dann habe ich gefragt, was? Bäcker. Kosten, Logis, fragt er von immer an. Ist für mich schwer gefallen. Ich wollte immer in Industriezeichner werden. Wenn ich so denke, fange ich bald rein. Aber ist ja so. Aber da ist ja so hart gewesen, die Lehre bei mir. Und ich habe es dann auch zu Herz genommen und habe etwas draus gemacht.
Das ist ja so gewesen, nachts um 2 Uhr habe ich raus, muss als 13-Jährige arbeiten. Montag haben wir Schule gehabt, am 8 Uhr morgens hat er mich zur Zugschule geschickt, nach Hause gekommen, Nachmittag um 5 Uhr habe ich die Wachstube muss putzen und dann essen etwas und nur wieder ins Bett. Ich bin ein Knecht gewesen damals. Aber trotzdem habe ich es durchgezogen. Deswegen fällt mir das alles so leicht. Der ganze Bäckerberuf, das ist noch viel schöner als ein Hobby für mich. Wie ich das so angenommen habe. Aber der Malerberuf, der Industriezeichner, der habe ich immer noch im Hintergrund. Ich tue gerne malen und ich halte so. Früher bin ich nicht lange gefragt worden, was lernst du jetzt? Die Alter haben die weggeschickt, hab das und das machen, der Älteste für 7 Kinder. Und dann habe ich 5 Franken in der Woche verdient. Das ist nicht einmal 1,50 Mark gewesen. 5 Frauen in der Woche. Und haben unsere Arbeit wie ein Knecht. Hühner füttern morgens, Säue misten, im Garten arbeiten, in der Reben, alles. Da hast du alles zu machen. Und da hast du keine Aufmutter. Das hat es direkt. Ja. Und so hab ich halt gelernt daraus. Das Leben nicht. Und das vermisse viel, gebe ich rüber in meine Lehrlinge, diese Sache. Ich kann die Luft ein bisschen schmunzeln und nicht vergessen. Ja? Wo haben Sie vorher gearbeitet? Ich sage ja in Köln, in der großen Bäckerei. Und da ist der Mann nervenkrank geworden, der Bäcker, und ist schon in die Klinik gekommen. Und dann haben die Professoren gesagt, ich versuche aus ihrem oder Vollkornbrot zu machen. Ist gesünder für euch als Bäcker, können Sie das? Und damit hat sie sich Überlegungen gemacht. Eigener Betrieb gehabt, das Bäckerei. Das Bäckerei ist ganz runtergewählt und hat umgeschaltet. Hat gesagt, gut, machen wir das Vollkorn, die Bio-Geschichte. Und er sucht der Geselle. Und da bin ich praktisch zu ihm, durch Annonce oder die Inno ist gewesen, wo wir dahin beraten haben. Und da haben wir das alles entwickelt und da hat sich die Geschichte dann auch hochgearbeitet. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? In der Woche kann ich nicht zählen. Wenn ich die Augen aufmache, bis Arbeitstour mache, das ist Arbeit für mich. Und Spaß. Ich kann dir das nicht sagen. Morgens, wenn ich jetzt nicht in der Backstube muss arbeiten, wenn alle Leute da sind, ja, geht's. Aber wenn ich, mein Durchschnitt ist morgens um 3 Uhr aufstehen und abends also um 11 Uhr bin ich wieder im Bett. Nur nückrig alles zwischendurch und nur klar, klappt das schon. Arbeiten Sie tagsüber oder nachts? Tags und nachts. Wenn jetzt ein Mann der Bäcker wegfällt, dann muss ich nachts arbeiten. Ja? Und dann haben wir 6 Bäcker da, wo nachts arbeiten. Und wenn ich die alle muss ersetzen, wenn die Urlaub haben, dann muss ich die ganze Nacht arbeiten. Und noch tagsüber meine Sache zu erledigen, macht sie keiner für mich. Ja? Mhm. Aber mit der Stunde. Sonntagmorgen stehe ich auf um 1 Uhr. Möchte schön am Schlafen, deine Eltern noch. Nur was die Leute Brötchen haben morgens um 7 Uhr. Das ist das ganze Jahr, mache ich das. Nur Ostern und Weihnachten.